Noch im Sommer vergangenen Jahres hatte Finanzsenator Ulrich Nussbaum verkündet, auch ein neuer Senat habe wenig Handlungsspielraum in Sachen Finanzen. Und so kam es am Dienstag auch nun bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2012-2013 war klar, auch ein rot-schwarzer Senat kann nur das wenig vorhandene Geld hin und her schieben, aber nicht aus den vollen schöpfen. Insofern kann ich sagen, dass ich für mich zufrieden bin, weil wir in der Tat diese Linie, wie er sich ja schon im Koalitionsvertrag abgesetzt hat, nämlich, dass wir den Haushalt Berlins mit einer Begrenzung des Ausgabenzuwachses steuern in den nächsten Jahren, dass sich dieser Gedanke durchgesetzt hat. Und so schaut er aus, der Haushalt für die kommenden 2 Jahre. Im Vergleich zum letzten Haushalt stiegen die Ausgaben für 2012 um rund 0,3%. 2013 steigen sie noch einmal um 0,5% auf dann rund 22 Milliarden Euro. Geringfügig mehr Ausgaben auch dem Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU geschuldet. Das bedeutet auch mehr Personal. So sollen statt wie unter Rot-Rot vereinbart nur 200, insgesamt 250 Polizisten neu eingestellt werden. Auch die Feuerwehr bekommt Zuwachs, 14 neue Stellen. Beim Verfassungsschutz werden 5 neue Mitarbeiter eingestellt, um rechte Aktivitäten zu überwachen. Auch beim Finanzamt werden 75 Steuerfahnder eingestellt. Außerdem sollen 20 Millionen kurzfristig in den Ausbau von Kita-Plätzen fließen, 7,4 Millionen Euro für den Ausbau der Hortbetreuung von 5- und 6-Klässlern und 41 Millionen Euro für die Sanierung von Schulen. Auch die Musikindustrie soll mit dem neuen Music Board 1 Million Euro erhalten. Trotz Umschichtung, Berlin muss weiter sparen. Auch wenn man durch die Erhöhung der Grunderwerbsteuer 50 Millionen Euro Mehreinnahmen berechnet, von den Cityticks will Nussbaum noch gar nicht sprechen. Wichtig auch, ebenso die Verwaltung soll 3% Stellen einsparen. Wir müssen diese Mistverschuldung wegkriegen, neue Kredite aufzunehmen, um Ausgaben zu finanzieren. Denn spätestens 20 gibt es das nicht mehr. Das ist von Verfassungs wegen verboten. Die Opposition reagiert verhalten auf den neuen Haushaltsentwurf, der ihnen eine Woche früher als geplant auf dem Tisch liegt. Ich denke vor allem, die Investitionsplanung des Senats ist grundfalsch. Hier wird alles diesem vorbereiteten Projekt der neuen Bibliothek in Tempelhof geopfert. Das schadet dem Wirtschaftsstandort in Berlin, weil dadurch wird praktisch unser weltweit bekanntes Kongresszentrum ICC wahrscheinlich nicht saniert. Deswegen werden Investitionen in die Charité und den Gesundheitsstandort unterlassen. Bildung ist drin, das freut uns sehr. Aber Sie wissen ja, unsere Prioritäten liegen auch in der sozialen, im sozialen Zusammenhalt in der Stadt. Für uns ganz wichtig vor allen Dingen ist die digitale Verwaltung. Da wollen wir Einsparpotenzial mitsehen in der Verwaltung. Wir wollen natürlich auch offene Daten für die Bürger und für die Unternehmen. Das ist uns auch ein sehr wichtiges Anliegen. Noch ist jedoch nichts beschlossen. Das Parlament geht in die Beratung. Gerade für die Bezirke soll mehr Geld herausgeholt werden. Doch ohne weitere Umschichtung oder mehr Einnahmen wird dies nicht möglich sein. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht im Land der wenigen Möglichkeiten.